Seekrauts. Moin moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost hier bei uns auf dem Seekrauts Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben wieder ein paar Sachen zusammengestellt. Ich hatte ja gestern im Livestream schon ein paar Sachen angekündigt, die wahrscheinlich für euch interessant sind. Und ja, wie gesagt, es gibt hier immer so einen kleinen Gesamtüberblick über die Lage der Szene so ein bisschen, sozusagen zumindest über die Nachrichten, die man so lesen kann. Ja, fangen wir gleich direkt an hier. Auf unserer Facebook-Seite haben wir wie immer die Premium-Schiffe veröffentlicht, die jeden Tag hier rabattiert sind durch den World of Warships Summer Sale. Heute ist es die Tierpitz, die aktuell noch deutlich reduziert ist. Also wer die Tierpitz noch nicht hat, wenn es da wirklich noch jemanden gibt, der sie noch nicht hat, eines der ältesten Premium-Schiffe im Store überhaupt, der sollte heute vielleicht noch zuschlagen, wenn er die Flaschenpost heute noch sieht. Heute ist der 25.07. So, und dann geht es gleich ab zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist sicherlich Update 07.7. Ja, der große, große Patch, auf den jetzt alle schon so ein bisschen warten. Wir haben ja euch schon darüber berichtet, was alles kommen kann und was wird und was sich verändert hat und so weiter. Und jetzt gibt es hier so eine Art Zusammenfassung, die wir jetzt hier mal kurz durchgehen. Wir werden ein paar Themen nur ganz am Rande erwähnen, weil wir darüber schon so ausführlich gesprochen haben, dass es da eigentlich keine großen Neuigkeiten mehr gibt. Da müsst ihr euch dann einfach eine Flaschenpost von vorher angucken, wo wir dann schon ein Beispiel halt über das GoNavy-Event berichtet haben. Das haben wir nämlich zum Beispiel auch live vom Testserver gemacht in der Vergangenheit. Und ja, von daher möchte ich das jetzt auch nicht alles wiederholen, um die Flaschenpost hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Also was man ganz grob noch wissen sollte, es gibt Adler und Hai. Ihr könnt euch am Anfang der Seite aussuchen. Ihr macht tägliche Gefechte, beteiligt euch an eurem Team, bekommt dafür Punkte gut geschrieben und für bestimmte Punktetappen kriegt ihr Token. Diese Token könnt ihr im Premium Store bzw. im Arsenal einsetzen, um bestimmte Sachen zu bekommen. Ihr könnt bestimmte Token auch schneller bekommen, wenn ihr bestimmte Aufgaben während eines Gefechts erfüllt, zum Beispiel. Steht alles hier auch nochmal in haarklein. Wer unsere Videos nicht gucken möchte, der kann dann hier auf worldofwarships.eu Update 077 Go Navy nochmal reingucken, welche Sachen hier besonders interessant sind und was es dann dafür auch gibt hier. Man kann sich dann für solche Token, die man da bekommt, also Schlüssel, Marken, wie auch immer man das nennen möchte, halt Shark-Container, Eagle-Container, die Inhalte sind absolut identisch, das ist halt bloß für die unterschiedlichen Parteien notwendig. Da kann man sich bestimmte Lackierungen freischalten für die Salem, für die Desmo und so weiter und so weiter. Dann wurden neue Unternehmen oder die Unternehmen, die schon bestehen, überarbeitet. Rettung der Raptor und Narei wurde überarbeitet. Bei der Rettung der Raptor gibt es jetzt neue unterschiedliche Routen, die das Spiel wohl ja, häufiger spielbar machen sollen, sodass da die Gegner, gegen die ihr kämpfen müsst, ein bisschen angepasster an die Schiffe spawnen, von anderen Punkten auf euch zufahren und so eine ganze Geschichten. Und beim Unternehmen Narei wurde ein zusätzlicher Weg zur Basis geschaffen. Das ist zum Beispiel auch eine Besonderheit, wo man sich auf jeden Fall mal einen Ticken mehr anstrengen muss als in der Vergangenheit vielleicht, aber auch da ist es ja wie bei den KI-Gefechten meistens mit ein bisschen Übung, ein bisschen analysieren, ist es häufig so, dass es relativ zügig zu schaffen ist, zum Beispiel auf der Normalstufe. Die harte Stufe, also die Schwierigkeitsstufe hart oder schwer, wie es dann zu Deutsch heißt, die gibt es nämlich immer noch nicht. Ja, optisch wurden die Karten auch ein bisschen überarbeitet. Jetzt hier zum Beispiel wurden jetzt hier Maui-Statuen hinzugefügt und also in ganzen Geschichten. Was dann aber interessant ist, was man in der Vergangenheit schon bekommen konnte teilweise oder halt auch nicht, je nachdem, wie man den seinen Schaden und so gemacht hat. Ja, es gibt Errungenschaften, die jetzt hinzugefügt werden, Hai unter Fischen. Wenn in bestimmten Unternehmen eben Transportschiffe ja, vernichtet werden müssen, so wie zum Beispiel beim Unternehmen Killer Whale und dem überarbeiteten Unternehmen Narei, könnt ihr diese Sache erhalten. Wenn ihr 5 Frachtschiffe zerstört, seid ihr der Hai unter Fischen. Und der wichtige Beitrag, der war in der Vergangenheit so, dass man mindestens 50% an Gesamtschaden des Teams verursacht haben muss. Jetzt sind es nur noch 35%, also könnt ihr da jetzt den wichtigen Beitrag schneller erreichen. So, dann gibt es geheime Errungenschaft. Das ist eine Errungenschaft, die jetzt hier nicht aufgeführt wird. Die muss man aber selber rausfinden, welche Errungenschaft das dann ist. Ich habe da auch noch nichts zu gehört. Also wenn ihr wisst, welche geheime Errungenschaft das ist, gleich runter in die Kommentare bei YouTube. Dann landet es nämlich in der nächsten Flaschenpost gleich nochmal mit dabei. So, weiter geht's. Arsenal. Ja, ihr wisst ja, dass ihr Gutscheine erhalten habt. Das war keine einmalige Aktion offensichtlich, wie ich das am Anfang vielleicht auch selbst gedacht habe. Sondern es wird mit jedem Patch neue Gutscheine geben. Das heißt, ihr könnt jeden Monat, also alle 4 Wochen kommt ja nun mal so ein Patch,
dann neue Gutscheine erhalten. Hier geht es dann um Schiffsmodule, hier geht es dann um Tarnung, hier geht es um Signale. Ja, und dann gibt es alle 6 Monate einen 25% Gutschein auf Schiffe, die ihr im Store holen könnt. Also man sollte dann also seine Gutscheine so ein bisschen einteilen, weil ihr bekommt zwar jeden Monat neue Gutscheine, aber nur für Tarnung, Signale und diese besonderen Module sozusagen. Verbesserung, so ist das beste Wort. Ja, dafür könnt ihr aber auch nur eine bestimmte Anzahl haben. Also ihr könnt die sind nicht stackable. Also ihr könnt nicht, wenn ihr jetzt 2 aufgehoben habt, nochmal 2 dazu bekommen, sondern das ist jeweils der Maximalwert. Ihr könnt 25% Gutscheine von den Tarnungen erhalten. Ihr könnt 2 von 25% Gutscheine von den Signalen haben und 2 50% Gutscheine von den Signalen und einen Gutschein für die 25% Gutscheine für die Verbesserung und einen einzigen Gutschein für die für den Gutschein für die Schiffe, die man im Store, da, also im Arsenal, da kaufen kann. Mit, ne? Also, das ist da nicht, das baut sich nicht weiter auf. Ja, das ist schon mal eine ganz interessante Nachricht. Also, das war für mich jetzt auch noch neu. Das hatten wir auch vorher noch nicht so gehört im Development-Blog oder ähnlichen Sachen, die wir für euch auf unserer Facebook-Seite übersetzen. Sondern, ja, das ist jetzt einfach der neue Stand. Freut mich sehr, dass man da jetzt nicht unbedingt so sparsam mit sein muss, wenn man jetzt zum Beispiel nicht auf ein bestimmtes Schiff spart. So, dann gibt es Ballaständerungen. Darüber hatten wir schon berichtet. Da hat nämlich die 100 mm Kanonen der Akizuki, der Sao, der Ki und der Taiyo, die das als Sekundärbewaffnung teilweise dabei haben, jetzt gebufft werden. Nämlich die Penetration wird erhöht von den HE-Granaten von 17 auf 25 mm, wobei die Werte hier nicht ganz 100%ig stimmen. Es gibt so eine Splitterschwelle und die liegen genau da. Eigentlich müsstet ihr 1 mm runterrechnen. Das heißt, früher war die Splitterschwelle bei 16 mm tatsächlich, also bei 17 mm ist die Splitterschwelle und bei 16 mm hat man noch penetriert mit HE. Ja, man muss immer einen ganzen Millimeter unter dem Wert sein. Und genauso ist es eben bei den 25 mm, also bis 24 mm penetriert man, ab 25 mm splittert man sozusagen. Und wenn man dann IFAE benutzt, kommt man bis auf 31 mm, auch wenn hier 32 steht, durch die Panzerung durch, mit den Trägheitszünder für die Sprenggranaten. Das hat aber nicht nur Vorteile, sondern es gibt jetzt die Neuigkeit, dass die Akizuki genervt wird. Ja? Die Kanonen bei der Akizuki sind jetzt 4 Türme, A2 Rohre, also 8 Mumpeln, die sie da relativ schnell in der Luft haben können. Und das ist dann Wargaming doch ein bisschen zu viel von der Balance her, offensichtlich. Und hier wird die Erkennbarkeit zu Wasser wird erhöht, nämlich um ganze 200 Meter. Die Erkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel wird auch erhöht, und zwar um 90 Meter, ja, wenn ich das jetzt so schnell richtig gerechnet habe. Und dann kommen für mich meiner Meinung nach elementare Sachen. Die Ruderstellzeit für um A- und B-Rumpf wird verändert, und zwar von 4,6 auf 5,6 und von 6,5 auf 7,8, also 1,3 Sekunden im A-Rumpf und 1 Sekunde im B-Rumpf. Das macht den Dampfer doch ein ganzer Tick träger. 1 Sekunde bei einem Zerstörer ist schon ganz schön heftig, finde ich persönlich. Ich habe das Schiff nicht, also bewertet meine Aussagen nicht zu doll über, ja, weil ich kann mir da selber jetzt kaum ein Bild von machen. Ich habe noch kein Gundy-D von den Japanern erfahren und von daher kann ich da nur bis jetzt auf die Werte hier eingehen. Rein gefühlt hört sich das für mich relativ, ja, wenig flexibel an. Also ich fahre gerne DDs, die so um die 3 oder weniger Sekunden Ruderstellzeit haben. So vom Gefühl her, das ist ja dann bei den Torpedobooten wie Kagero und Co. ist das ja dann eher so. Was mich sehr gefreut hat, wo ich ziemlich gekotzt habe, als ich gefahren habe, das Schlachtschiff, ist die Izumo. Die wird jetzt endlich gebufft, und zwar richtig. Die Deckspanzerung wird von 32 auf 57 mm erhöht. Das sorgt für deutlich mehr Abpraller, wenn die Projektilflugbahn entsprechend ist. Ich kann mich an Mehrfachtreffer von anderen Schiffen erinnern, die mich auf Frontalzieher Delta haben. Das sorgt jetzt zumindest für ein bisschen mehr an Sicherheit, wenn es über eine gewisse Distanz, also es muss ja ein gewisser Bogen sein, damit dann vernünftig der Projektil eindringen kann, könnte. Ja, bei 57 mm müssen wir dann halt überlegen, weil wie sich die ganze Geschichte dann eben erhöht. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein, das wäre jetzt zu komplex für die Flaschenpost. So, die Erkennbarkeit zu Wasser wurde auch deutlich verringert, nämlich über 2 Kilometer weniger, und das ohne irgendwelche Module, ne? Also ihr könnt da jetzt noch Tarnmodul einbauen, ihr könnt ihn theoretisch, könnt ihr auch die Tarnung, das Tarnsystem des Kapitäns da, also ihr Tarnungsmeister skillen und all so einen ganzen Kram, und dann seid ihr locker, ja, nachher bei 13 Kilometer irgendwo, denke ich mal. Ich habe es jetzt noch nicht nachgerechnet, aber
ja, 10% sind ja 1,7 Kilometer, dann hast du bei 20% eben schon 3,4 und ein bisschen mehr. Die Erkennbarkeit nach Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel wurde dann auch verringert. Also damit wird die Überlebensfähigkeit der Izumo erhöht. Die guckt eh schon relativ weit aus dem Wasser raus. Ihr wisst, dass die japanischen Schiffe jetzt nicht unbedingt die allerhärtesten sind im Tanken. Und die Izumo lässt sie auch ganz nett zitadellen, wenn sie denn ein bisschen zu wenig aufpasst, um es mal so zu sagen. Ja, das japanische Schlachtschiff Yamato kriegt auch einen Buff. Sehr zur Freude von unseren ganzen Yamato-Kapitänen da draußen. Ja, die Hauptgeschütze drehen jetzt nicht mehr 2,5 Grad pro Sekunde, sondern in Zukunft 3 Grad pro Sekunde. Das heißt, es werden ein paar Sekunden weniger sein wie die 180 Grad Kehre. Ja, die Ashitaka war vor kurzem im Premium Store reduziert und jetzt wird hier bei den AP-Granaten was verändert. Der Alpha-Schaden wird erhöht und die anfängliche Granatengeschwindigkeit wird auch leicht erhöht. Soll am Ende dafür sorgen, die Ashitaka ist relativ leicht gepanzert, hat aber sehr hohe Geschwindigkeit und eine sehr gute AP, also schon ziemlich gute AP-Granaten gehabt. Das soll das Merkmal noch ein bisschen weiter herausstellen, ja, also sich mehr darauf konzentriert werden, was die Stärken schon sind und gleichzeitig aber die Schwäche nicht weiter reduzieren, sage ich jetzt einfach mal, sondern die Schwäche soll einfach vorhanden bleiben, sodass jedes Schiff auch seine Schwäche eben hat, die dann auszunutzen ist vom Gegner. So, die Ladezeit von der Kawari, ein Anfangsschiff der Japaner, gerade ganz am Anfang eben. Und ja, die Ladezeit der Geschütze wurde von 33 auf 30 Sekunden verringert. Und bei der Yomiuri gibt es das ebenso, genauso wie die Drehgeschwindigkeit eben erhöht wird um 1 Grad pro Sekunde. Und der Sigma-Wert wird von 1,8 auf 2,0 erhöht. Was, ja, das soll am Ende für einen besseres Gameplay am Anfang stehen, weil die Japaner sind gerade am Anfang schon ziemliche Qual. Da macht die Nassau zum Beispiel eine ganze Ecke mehr Sinn, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Die hat mir da deutlich mehr Spaß gemacht. Selbst die Amerikaner, die sehr langsam waren oder sind, gerade am Anfang machen mehr Spaß als die Japaner. Und ich kann es sagen, weil ich bis zur Yamato gefahren bin, selber schon. So, französisches Schlachtschiff, Alsace. Ein eigentlich geiles Schlachtschiff in World of Warships. Ihr habt viele Videos von uns da schon gesehen. Auch zum Beispiel eine Multidivision, die wir mal verfilmt haben. Wir haben das Schiff vorgestellt, etc. pp. Und ja, offensichtlich ist das Schiff zu stark für Wargaming. Es nimmt zu viel Einfluss auf die Gefechte, wo es teilnimmt. Und wenn es in den richtigen Händen ist, eben nochmal viel zu viel sozusagen, nochmal on top. Dadurch wird die Ladezeit in Zukunft erhöht und zwar von 30 auf 32 Sekunden. Das heißt, ihr sitzt 2 Sekunden länger, um eure Mumpeln auszuklinken da und auf den Feind abzufeuern. Ja, und der Sigma-Wert, der wird auch nicht gerade besser, der wird nämlich noch viel schlechter. Nämlich um 0,1 Punkte wird der Sigma-Wert verringert, was am Ende dafür sorgt, dass die Orientierung der Granaten zur Mitte, also dahin, wo ihr hinzielt, doch weniger vorhanden ist als eh schon. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr, 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 sehr schade. Ich habe zwar auch, ja, schon sehr spannende Runden mit der Alsace gehabt und sehr viel Spaß gehabt, aber ich persönlich fand sie jetzt nicht so dermaßen OP, wie dass sie so dermaßen genervt werden muss. Also eine größere Streuung effektiv und eine längere Nachladezeit. Ich bin gespannt, vielleicht ob sie das wirklich so durchsetzt, weil die mittlere Siegesrate und der recht hohe durchschnittliche Schaden eben dafür gesorgt haben, dass das so passiert. Der nächste Lieblingsdampfer von mir, die Emily Bertin, wird auch richtig krass eingeschnitten sozusagen oder beschnitten. Die Nachladezeit der Hauptbatterie, das ist vielleicht noch zu verkraften, von 12 auf 13 Sekunden. Und ja, dann kommen die Torpedos, die jetzt ja 9 Kilometer und 60 Knoten schnell sind. Die sind in Zukunft nur noch 6 Kilometer lang, also die schwimmen nur noch 6 Kilometer und dann auch noch 3 Knoten langsamer. Ebenso hat der Torpedoschaden ja hier fast 2000 Punkte abgenommen, also circa 2000, ich weiß nicht genau, ob es jetzt ein Ticken mehr als 2000 oder ein bisschen weniger ist. Spielt jetzt auch keine Rolle, es wird genervt und das finde ich ein bisschen schade. Die Emily stand unter anderem bei mir im Hafen, weil sie mir enorm viel Spaß gemacht hat durch ihre Wendigkeit. Zum Glück wird die hier nicht genervt, sondern es geht hier nur um den Schaden der Torpedos. Kann man jetzt auch sagen, okay, wie oft hast du mit einem Torpedo was getroffen? Ist jetzt sicherlich nicht ganz so häufig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei gerade gestern erst in unserem Livestream sind wir Emily Bertin. Wir haben so einen Verabschiedungs-Livestream gestern gemacht, wo wir die Schiffe, die ich im Hafen hatte, die gebufft oder genervt werden, nochmal durchgefahren bin. Da gab es nochmal Torpedotreffer mit der Emily, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen traurig. Deswegen, ja, springen wir gleich zum nächsten Schiff. Also, ich sag Emily,
Ja, danke, dass du da warst bis jetzt und ich hoffe, dass wir trotzdem noch ein bisschen Spaß haben werden. Großbritannien, Leander, da kommt der nächste Buff. Und zwar wird die Torpedoreichweite von 6 auf 7 Kilometer erweitert. Und genau das gleiche passiert mit den Torpedos auf der Emerald, auch von 6 auf 7. Und die Emerald, ihr wisst beide oder ihr wisst alle, die Emerald ist ein Schiff, was man immer sehr, sehr gerne sieht, gerade wenn man zum Beispiel einen guten AP-Kreuzer fährt oder eben ein Schlachtschiff. Wenn die mal Breitseite zeigt, gerade als Schlachtschiff, da ist das durchaus mal ein One-Hit-Wonder, ja, wenn derjenige nicht aufpasst. Und in Zukunft soll den Leuten so ein bisschen der Rücken gestärkt werden und die Erkennbarkeit zu Wasser wird von 11,52 auf 10,18 verringert, ohne natürlich Kapitänskill und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr könnt da auch nochmal einen Kilometer rausholen, dann seid ihr irgendwo bei 9 Kilometern offen, ja, 10% oder bei Kreuzern sind ja sogar 12%, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Von daher seid ihr definitiv dann unter 9 Kilometer. Die Erkennbarkeit nach Abfeuern der Hauptgeschütze wurde ebenfalls nochmal verbessert, sodass das Schiff mehr Schaden aus dem Nebel heraus machen kann. So, sowjetischer Zerstörer Gnevny Minsk, da wurde die Drehzeit der Hauptgeschütze verändert. Beim sowjetischen Zerstörer Podvorski wurde die Drehgeschwindigkeit ebenfalls erhöht und die Ladezeit wird verringert, das heißt, dass ihr schneller wieder schießen könnt, nämlich nach 7,5 Sekunden in Zukunft. So, und dann wird ein neues Geschütz in den Zerstörerbaum der UdSSR hinzugefügt, nämlich, Moment, ein neues Geschütz? Nee, es ist kein neues Geschütz, Entschuldigung, ja. Das Geschütz 102 mm 60 1911 sozusagen. Die Geschützgeschwindigkeit oder die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze wurde von 8 Grad auf 9,7 Grad erhöht. Also existiert ja logischerweise schon. Sorry für den Fehler. Ja, und ja, das soll jetzt irgendwie dann die Möglichkeit geben, bei den Schiffen, bei denen es eben verbaut ist, wie gesagt, leider habe ich russische Zerstörer auch nicht in meinem Portfolio stand heute, eben die Möglichkeit geben, dass man sich nicht mehr so doll aufs Manövrieren konzentrieren muss, sozusagen, sondern sich auch wirklich auf das Schussduell konzentrieren kann, eben weil es leichter ist, dass diese Türme in Zukunft im Ziel bleiben, auch selbst wenn man mit dem Zerstörer eben manövriert. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und gerade die Russen sind ja nun mal Gandhi-Ds. Und von dem her gönne ich das jedem, in die Fähigkeit versetzt zu werden, zu manövrieren und immer zu wissen, dass die Türme im Ziel sind oder jetzt nochmal längerfristig im Ziel bleiben. Ja? Kommt natürlich auch immer auf die Nähe des Ziels zum eigenen an, zur eigenen Position an und so weiter und so weiter. So, und hier ist das, was ich vorhin meinte. Es wird ein neues Hauptbatteriemodul hinzugefügt, 130 mm, ja, und das ist das von der Chabarovsk. Ja, und damit soll der quasi der ganze Forschungsbaum der UdSSR ein bisschen logischer aufgebaut werden, sodass man quasi schon vorher so ein bisschen vorfühlen kann, wie sich das alles so verhält und dann eben peu à peu verbessert wird. Ja, das finde ich persönlich sowieso immer sehr sinnvoll, dass sie das so ein bisschen eingeführt haben, dass die Schiffe nach und nach sich verbessern. Sehr gut. Ja, und dann kommen wir schon zu der Hoparjew. Da kommt in den Rumpf A das Überwachungsradar ebenfalls mit rein und nicht erst ab Rumpf B. Auch eine geniale Neuerung, sodass man genau weiß, ab T8 haben die Russen Überwachungsradar. Punkt. Dann geht es weiter mit den Granaten. 127 mm AP-Granaten MK38, also SC-MK38. So viel Zeit muss sein. Der Zünder, der wird da verändert. Und zwar in dem Moment, wo die AP-Granate aufschlägt, wird der Zünder ja scharf, wenn er eine bestimmte Menge an Panzerungen durchschlägt sozusagen. Und wenn er dann, wenn er dann aktiviert wird, dann hat man eben diese Situation, dass die Zündzeit jetzt nicht mehr 0,03 Sekunden beträgt, sondern 0,01 Sekunden beträgt. Das heißt, effektiv müsst ihr jetzt, verbringt die Granate oder dauert es kürzer, bis die Granate dann tatsächlich explodiert, nachdem der Zünder aktiviert wurde. So ist es am besten ausgedrückt. Ja, hilft natürlich gerade bei, bei Bekämpfung von Zerstörern zum Beispiel, auch mit den AP-Granaten, da dann eher weniger Overpenetration sozusagen stattfindet. So eine, in die Richtung soll es eben gehen. Es wird halt leichter, Alpha-Schaden zu verursachen. So, US-Schlachtschiffe South Carolina, Sigma-Wert wird von 1,8 auf 1,9 erhöht. Also die schießt dann in Zukunft genauer, also mehr orientiert zur Mitte. Und das Battleship, die Nassau, also das deutsche Schlachtschiff, Tierstufe 3, ja, da wird es ein bisschen genervt. Also das Schiff nervt dann mehr, sozusagen, könnte man meinen. Nein, die Nassau ist eigentlich ein sehr angenehmes Schiff. Ich habe es immer gerne gefahren, als ich es noch im Hafen hatte. Inzwischen habe ich die Prinz Albert,
König Albert, so heißt das Ding, glaube ich. Angelehnt an die Nassau. Macht auch eine Menge Spaß. Ja, hier die Ladezeit der Hauptbatterie von 22,2 auf 26 Sekunden erhöht. Das heißt, es dauert länger, bis ihr wieder abmumpeln könnt. Und dann die Anzahl der Ladung der Reparaturmannschaft wurde von 3 für das Standardverbrauchsmaterial und 4 von der Premiumverbrauchsmaterial reduziert um jeweils 1 auf 2 respektive 3 für die Premium-Version. Ja, und das ist dann eben der Fall, weil die Nassau eine sehr gute Gefechtsleistung gebracht hat und ähnlich wie bei der Alsace eben jetzt einen Nerf braucht, damit sich besser auf die Tierstufen einsortiert, wo Wargaming die eben hinhaben möchte. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, wir müssen damit leben. Ab morgen ist das dann live auf dem Server. So, dann Fehlerbehebung. Seattle, Buffalo. Da haben wir auch schon drüber berichtet in dem Supertest vorher bei uns auf der Facebook-Seite in Deutsch übersetzt, von dass hier die Sigma-Werte sich verändern. Ja, dem. Dass halt hier die Werte bei der Seattle und bei der Buffalo vertauscht waren, so ein bisschen, und jetzt eben angepasst werden. So, weitere Änderungen. Es gibt einen neuen Container in World of Warships und da könnt ihr euch alle drauf freuen. Jeder, der Kohle sammelt, ja, der und dringend braucht sozusagen, kann in Zukunft einen Container auswählen, der mehr Ressourcen bringt. Und jeder dieser Ressourcencontainer hat eben 3 Slots. Ein Slot ist ganz fest vergeben mit 400 Kohle, wenn ihr diesen Container auswählt. Und bei den anderen beiden Slots können auch noch jeweils 400 Kohle drin sein, aber es gibt eben noch eine andere Chance. Also in dem zweiten Slot kann man dann zum Beispiel 3 Signale Equal Speed Charlie London dabei haben oder 500 Free XP. Ja, das wäre in dem zweiten Slot oder eben 400 Kohle, dann hätte man schon 800, wenn man beim ersten 400 Kohle schon hatte. Und im dritten Platz erhöht sich die Varianz noch mehr, da kann man dann nochmal 400 Kohle drin haben, wären wir dann bei 1200 Kohle, wenn das dann alles super passt. Oder eben 500 Free XP oder 3 Signale Hotel Yankee, November Foxtrot, Papa Papa, Zulu, Juliet Charlie und Zulu Hotel. Also, wer diesen Container auswählt, kann Signale bekommen und bekommt garantiert 400 Kohle oder dann bis hoch zu 1200 Kohle. Schon mal sozusagen zum Mitmerken, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Salem spart, ist der Container sicherlich eine Hilfe. Ja, darüber haben wir eben schon gesprochen. Und Schiffe für Dublonen. Ja, auch da ändert sich was. Es gehen ein paar Schiffe raus aus dem Store, also die man in-game dann für Dublonen kaufen kann. Die Prinz Eugen, Warspite, Kit, Yubari, Ashitaka und so weiter sind jetzt in Zukunft erhältlich. Auch die Roma, die Anschan, und die Schiffe, die es nicht mehr gibt, sind dann die Graf Spee, die Sims, die Inzuchi, Mutsu, Ochotnik, Dunkirk de Grasse und Duca de Aosta. Ja, also wenn man das Schiff noch kaufen möchte für Dublonen, dann heute. Das nächste, was ins Spiel integriert wird, sind neue permanente Go-Navy-Tarnungen. Hier haben wir dann so ein paar Bilder davon. Ich blätter jetzt nur mal so Anschauung halber durch. Das sind Dallas, Helena, Cleveland, Seattle und Worcester. Die werden in Zukunft dann halt in diesen American Go-Navy-Tarnungen sozusagen. Für Dublonen kann man also diese Tarnung permanent kaufen. Bringt halt minus 10% bei der Dallas. Bei der Worcester sind es eben minus 50% Wartungskosten. Also der ist dann parallel zu den anderen Premium-Lackierungen, die man auf diese Tierstufen jeweils kaufen kann, schon für 5000 Dublonen. Man muss dann halt wissen, ob man diese Lackierung haben möchte oder doch lieber eine andere. Dann gibt es mit dem nächsten Patch die Option für das Go-Navy-Event, die Lackierung eben auszuschalten, so zum Beispiel, dass bestimmte Sachen eben verschwinden. Und dann gibt es weitere Informationen, die nicht direkt mit dem Go-Navy-Event zu tun haben, sondern sich an die Entwickler, Kontributoren und Supertester richten. Nachdem, was ich hier, also so wie ich es verstehe, normalerweise bekommen die Entwickler und Supertester die Schiffe, glaube ich, immer, wie, also bekommen die Kontributoren das auch zur Verfügung gestellt, dann müsste es theoretisch möglich sein, T2 bis T10 Schiffe, ja, eben irgendwann demnächst, wenn es dann freigegeben ist von Wargaming, auch bei Kontributoren zu sehen. Und außerdem wird das deutsche Schlachtschiff Prinz Eitel Friedrich in den Public Test übergeben, sozusagen. Und in den und das Schlachtschiff Jean Bar, da ist das Stichwort Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger. Das soll ja eventuell mit diesem Schiff dann ins Spiel integriert werden. Zu den ganzen Schiffen hatten wir euch irgendwie schon mal berichtet, also gerade zu den britischen DDs hatten wir eine schöne Übersicht gemacht, auch in der letzten Flaschenpost, die jetzt davor war, hatten wir euch schon mal noch gezeigt, wie die Sachen geupdatet wurden jetzt im Laufe der Testentwicklung.
Und auf den Prinz Eitel Friedrich, da könnt ihr euch direkt drauf freuen. Also ich freue mich unheimlich drauf. Das ist so ein Rumpf der Gneisenau und ein Aufbau der Bayern, kann man sagen. 350 mm Kanonen, vier Türme, A2 Rohre. Das wird bestimmt ein spaßiges Dampferchen, wenn sie nicht total verbauen. Ich hoffe es nicht. Ist für mich jetzt schon ein Pflichtkauf. Das werden wir auf jeden Fall bei uns hier auf dem Kanal präsentieren und dazu dann die entsprechenden Videos euch zeigen. Ob im Livestream oder eben als Schiffsvorstellung. Und wenn es mal ein schönes Gefecht gibt, dann auch als Replay. Ja, hier wird von dem neuen Verbrauchsmaterial berichtet, was zum Beispiel dann auf die Jambar ja, eingerichtet werden soll. Hier steht es aktiv für 30 Sekunden. Das heißt, ihr drückt darauf und habt dann 50% weniger Nachladezeit. Also macht am meisten, so verstehe ich es, am meisten Sinn macht es einmal abzudrücken, danach das Verbrauchsmaterial zu benutzen. Dann braucht ihr noch habt ihr die Nachladezeit reduziert. In der Regel sind das, sagen wir jetzt einfach mal 30 Sekunden oder ein Ticken weniger, weil der Adrenalinrausch eben schon wirkt oder wie auch immer. Ja, und dann könnt ihr gleich innerhalb von 5 Sekunden nochmal schießen. Das ist dann wie bei so einer Art Kreuzer, kann man meinen, dass man dann bloß halt 380 oder noch mehr Millimeter durch die Gegend jagt. Und auch da gibt es dann eine Abklingzeit 120 Sekunden respektive 80 Sekunden für den Nachladebooster 2. Und aktuell ist geplant, das für zwei respektive drei Aufladungen zur Verfügung zu stellen, diese Verbrauchsmaterial. Dann verändert sich die Gefechtsoberfläche. Mann, ist das heute schon wieder eine lange Flaschenpost. Aber es verändert sich die Gefechtsoberfläche. Hier könnt ihr sehen, wie ihr denn gezielt habt oder zielt auf der Minimap dargestellt. Das ist also der nächste Punkt. Da war dann auch von mir auf dem Testserver gezeigt, wie es denn zu nutzen ist. Ich persönlich fand es ziemlich schwierig, damit auf dem Nebel, der auf einer Karte irgendwie abzuschätzen, also der da irgendwo ist, und dann abzuschätzen, ob ich jetzt in den Nebel vernünftig treffe. Es wird sicherlich den einen oder anderen Spezi geben, der sich da ganz besonders mit beschäftigt. Und dann gibt es eine ganze Menge weitere Verbesserungen und Fehlerbehebung. Darauf möchte ich jetzt aber nicht eingehen, weil es einfach eigentlich nur Kleinigkeiten. Also ich habe es jetzt hier mir mal alles durchgelesen in der Bahn, als ich auf dem Weg nach Hause war. Und hier hat es nicht wirklich Einfluss auf Sachen, die wir hier auch. Wir haben ja Sachen schon in der Vergangenheit gehabt, wo hier dann einfach bestimmte Panzerungen nochmal erwähnt waren oder so, die sich ändern. In diesem Fall ist es jetzt nicht so. Es gibt ein paar Geometrieänderungen und Texturänderungen an diversen Schiffen. Das steht hier alles unten bei. Müsst ihr dann nochmal reingucken. Aber ich fand es jetzt nicht, dass es besonders super erwähnenswert ist oder so dramatische Änderungen eben sind. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ressourcen, neue Gutscheine. Zu den neuen Gutscheinen habe ich schon was gesagt. Hier wird jetzt auch nochmal ganz genau erwähnt, wie das sich alles zusammensetzt und welche Ressourcen man im Spiel bekommen kann. Die Anzahl der Gutscheine, wie sie gut geschrieben werden, haben wir eben alle schon beleuchtet. So, und dann hatten wir auch darüber gesprochen, dass es ja einen neuen Container gibt. Das haben wir auch schon intensiv beleuchtet. Aber es gibt jetzt hier nochmal eine Möglichkeit, über Stahl zu reden. Ja? Ihr könnt Stahl gegen Kohle eintauschen im Verhältnis 1 zu 10, aber ihr könnt Stahl auch direkt verbinden, also die Stahl direkt verdienen und das dann halt in Kohle umwandeln. Macht aber aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Sinn. Wenn ihr an Klangefechten teilnehmt und in der Briseliga und so weiter eure Auftragsreihen abschließt, dann bekommt ihr Stahl. Und zwar in der nächsten Liga 1000, in der nächsthöheren 2000, in der Sturmliga 3000, in der Typhoonliga 4 und in der Hurricane nochmal 1000. Gesamt kann man also 11.000 Stahl in einer Saison verdienen, wenn man sich bis ganz nach oben arbeitet. Und ja, dann habt ihr 11.000 Stahl, das ist schon eine ganze Menge an ja, Holz, würde ich gerade sagen, an Stahl eben. Ja, und dann haben wir jetzt hier auch mal einen Überblick für die gewerteten Gefechte. Das hat uns ja in der Vergangenheit gefehlt, wo dann gesagt wurde, wie viel Stahl man für welche Leistung bei den gewerteten Gefechten bekommt. Das finde ich super, super interessant. Legt man Platz 1 in den gewerteten Gefechten, bekommt man über alle Ränge hinweg gesehen 5.500 Stahl zur Verfügung. Und die Saisons kommen ja immer wieder. Also da kann man dann so seinen Stahl mal, seine ersten Stahlressourcen bekommen. Finde ich dann ziemlich cool, weil ich glaube nicht, dass jeder Clan in der Lage ist, hier bis in die Typhoon oder Hurricane Liga vorzustoßen. Wenn es normal läuft, sollte es vielleicht bis zur Sturmliga gehen. Wir als Seacrows tun uns aktuell ein bisschen schwer, überhaupt unsere Gefechte so zusammenzukriegen, weil wir auch ganz bewusst relativ wenig Mitglieder sind und da halt auch immer ein paar
ja, persönliche Unterschiede eben sind von den Arbeitszeiten und von der Familienzeit und so weiter und so weiter. Aber auch da gibt es wieder dann mal andere Situationen. Sommerpause ist auch, also Sommerloch so ein bisschen, ne? Naja, also wie auch immer, bei den Gewettengefechten, die ja jetzt dann im Anschluss an die Clan-Saison hier an die Clan-Battles losgeht, könnt ihr dann auch Stahl verdienen. Hier steht es dann nochmal ganz genau. Wenn ihr Rang 16 erreicht, gibt es 650 mal Stahl. Wenn ihr dann von 15 bis 11, also wenn ihr dann 11 erreicht, 950 mal. 10 bis 5, wenn ihr Rang 5 erreicht, 1500 mal, 1400 mal. Und zwischen Rang 1, 5 bis 1 halt 2500 mal. Ich glaube, das wird euch dann am Ende der Saison jeweils gut geschrieben. So verstehe ich die ganze Geschichte. Dann vorübergehende Ressourcen. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, gibt halt diese Adler- und Haimarken, die dann ermöglichen, im Spiel hier bestimmte Gegenstände zu bekommen. Für die Booster, so eine Permanent-Tarnung, wenn man dann ganz viele Marken gesammelt hat. Ja, wie das alles dann mit sich, was das alles so mit sich bringt, könnt ihr dann hier bei den Wettbewerbsregeln auch nochmal nachlesen. So, und dann hatten wir auf der Facebook-Seite berichtet darüber, dass Messing und Blei ins Spiel integriert wird und man dafür die Flint, Black-Tarnung und die Stalingrad-Tarnung eventuell bekommen könnte. Offensichtlich hat sich das jetzt ein bisschen geändert, weil hier steht, dass man dafür Marken, also es wird eine spezielle Marke eingeführt. Mit diesen Marken könntet ihr diese Tarnung bekommen. Ich bin gespannt, ob Messing und Blei überhaupt noch kommt oder nicht. Wir wissen jetzt einfach nichts dazu. Müssen wir einfach mal weiter beobachten. Auf jeden Fall stand auf unserer Facebook-Seite das eben noch anders, beziehungsweise wurde es anders auf dem Development-Blog veröffentlicht. Dann gab es heute noch ein Tutorial, Stunde 2, und zwar How to Stream. Wie streamt man live? Bei YouTube, Twitch und so weiter. Das wird da erklärt, welche Software man braucht. Ich benutze zum Beispiel OBS. Ja, ich habe eine ganze Zeit XSplit benutzt. Wir streamen live bei Twitch und unsere Videos seht ihr bei YouTube. Da seid ihr ja gerade. Also, ganz interessanter Artikel. Wenn ihr da weitere Fragen drauf habt oder zu habt, können wir euch auch gerne mal den einen oder anderen Tipp geben, wie das für uns funktioniert. Muss ja nicht die optimale Lösung sein, logischerweise. Aber wenn es da eben Fragen zu gibt, dann einfach über unsere Facebook-Seite könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Oder ihr kommt auf unser Discord. Auch dafür gibt es einen Link unten in der Beschreibung und fragt da einfach mal und dann können wir darüber eben kommunizieren. So, und der nächste Punkt ist die World of Warships Zukunft. Die World of Warships Zukunft, wir haben im Internet eine Grafik ausfindig gemacht, die ist ganz interessant. Das ist eine mögliche Zukunft, kein Versprechen oder irgendwas. Ihr wisst, das ist aus dem Internet, da kann jeder irgendwas schreiben von der Sache her. Und ja, sagen wir mal, ein möglicher Anhaltspunkt, so habe ich es genannt. Ja, also hier sind wir jetzt bei dem Patch 077, das ist eben das Go Navy Event. Und dann wird hier davon geredet, dass eben mit dem nächsten Patch eventuell die Akizuki Branch erweitert wird, also der Forschungszweig der japanischen DDs, dann um Tierstufe 9 und 10 erweitert wird, die Kitikaze oder Kitakaze, wie sie genannt wird, glaube ich, und die Harugumo oder sowas, kommt dann als Dampfer dazu. Wie gesagt, ich bin in dem Forschungszweig noch nicht so, deswegen bin ich da noch nicht so sattelfest wie ihr vielleicht. Patch 079 soll eventuell den der Träger-Update bringen, sozusagen, dass da die Träger überarbeitet wurden oder werden. Ich denke mal, das ist durchaus tauschbar, müsste man sehen. Dann mit Patch 0710 soll wohl der britische Bogen anfangen und mit dem Patch 0711 sollen dann die ersten oder vielleicht so die kompletten britischen DDs eingeführt werden, noch in diesem Jahr. Das wäre natürlich genial. Ich persönlich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so kommt. Wie gesagt, das ist alles nur Vermutung. Müsste man sehen, normalerweise war es immer so, dass kurz nach der Gamescom neue Forschungsbäume ins Spiel integriert wurden und ein Forschungsbaum Anfang des Jahres und eins eher Mitte, Ende des Jahres. Ja, müssen wir mal gucken, ob der 14.11. wirklich ein Datum ist, dass das erst da eingeführt wird. Schauen wir einfach mal, wie schnell Wargaming ist. Wichtig ist nicht, wie schnell sie sind, sondern dass das hoffentlich gute DDs werden, die sich für uns alle da draußen gut anfühlen. Ja, und dann die übliche Sache, der Neujahrspatch. Und ja, dann gibt es am 9.01. den nächsten Patch, der dann irgendwie halt das neue Jahr einläutet und geht dann immer weiter. Hier gibt es einen Fan-Mode, was auch immer das dann sein soll. Ich habe darauf noch nichts gehört. Und
Anfang April kommt dann ja der sowjetische Bogen möglicherweise und der Release der sowjetischen Schlachtschiffe. Wer weiß, ob der tatsächlich so kommt, aber wäre ja interessant. Und ja, geht dann weiter bis in August, September, wo eventuell dann italienische Kreuzer kommen könnten. Ich sag's extra nochmal, subject to change, nur Vermutungen aus dem Internet, aber es ist jetzt nicht so ganz weit hergeholt, sagen wir mal so. Gucken wir mal. Nur die Daten, ob die jetzt wirklich verbindlich sind, werden wir dann sehen. Und dann habe ich noch ein Foto für euch. Ihr wisst ja, dass World of Warships sich auch für die Konsole entwickelt sozusagen. Und das hier ist ein Bild aus der Konsolen-Experience. World of Warships Legends Work in Progress. Hier sieht man dann sozusagen die Timeline, die Forschungsline, die ist hier alles ein bisschen anders dargestellt. Ich persönlich finde die Grafik einfach mal ganz interessant. Das könnte man in einer Art und in einer anderen Art und Weise vielleicht auch mal in unserem PC-Game integrieren. Ich finde das so ein bisschen altbacken mit diesen ganzen Fenstern da. Ich finde so eine Timeline eigentlich auch ganz cool. Oder so ein alternatives Overlay im Hafen oder so. Fände ich irgendwie auch mal ganz klasse. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Jeder seine Meinung. Sicherlich schreibt sie uns gerne in die Kommentare unten rein. Auf jeden Fall, ja, ist, haben wir vielleicht demnächst auch irgendwie Konsolenspieler. Ich glaube aber nicht, dass die auf den gleichen Servern spielen wie wir, weil das doch halt immer schwierig ist, das dann zu balancen mit den die Tastatureingaben, wenn man, weiß ich nicht, X-Tasten hat, wo man schnell eine Eingabe machen kann und mit dem Pad muss man dann erst, keine Ahnung, hin und her switchen irgendwo, was. Ich weiß nicht, ob das dann so fair wäre. Kann dazu auch nicht so viel sagen, weil ich kein Konsolenspieler eben bin. Ja, und dann sind wir mit der Flaschenpost tatsächlich schon durch. Sind jetzt 36 Minuten, meine Fresse. Ja, habe ich hier schon wieder viel gelabert. Ich hoffe, es war trotzdem für euch wieder informativ und ihr fühlt euch einigermaßen gut informiert, unterhalten. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Informationen noch früher haben wollt, wie jetzt hier zum Beispiel WoWS Zukunft oder Fotos zur WoWS Legend oder solche Sachen, einfach bei uns auf dem Discord kommen. Im Wellenbad schmeißen wir immer noch wieder Nachrichten rein, die wir einfach so im Internet finden, die wir dann hier in der Flaschenpost mit einstreuen. Ja, also auch da gibt es dann nochmal zusätzliche Informationen. Oder wenn ihr einfach nur ein bisschen mit uns schnacken wollt, vielleicht auch mal mit uns Divi fahren wollt, völlig unkompliziert, dann, wie gesagt, kann ich euch unseren Discord nur ans Herz legen. Wir wollen nur spielen. So ist unser Motto. Gut, dann haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, euer Secrets Team, euer Maha. Ciao, ciao. Secrets.